Zelt ist vorbei. Es war relativ ungewohnt zum Schlafen, also wir haben ein bisschen länger gebraucht, um einzuschlafen, weil es halt doch man quasi im ersten Stock schläft. Und wenn dann die ersten Windböen durchgeweht sind, das war noch alles etwas ungewohnt, aber sehr, sehr cool, eben so ein bisschen den Überblick über alles zu haben. Ja, und jetzt gehen wir mal ordentlich frühstücken. Genau, wir haben Hunger. Mal etwas Morgensport. So, jetzt haben wir lecker gefrühstückt bei den Kaffeefreunden hier in Pelzerhaken. Jetzt geht's zurück zu unserem Lager, zu Sail and Surf. Und ja, und dann werden wir schon langsam mal uns bereit machen für die Tageschallenge. Wie siehst du das? Ja, bin total ready dafür. Das Training geht weiter. Die erste Challenge geht los und heute darf ich die Challenge stellen. Wieso? So. Okay. Und wir fahren Rennen, aber wir fahren nicht mit diesem Baby, weil da würdest du immer gewinnen, sondern wir fahren mit einem Cattle Car und der Verlierer muss 3 Kinder auf eine Kugel Eis einladen. Hey, aber das hat hier eigentlich doch Wind. Ja. Warte, ich muss da jetzt mal schauen. Such schon mal die Cattle Cars aus in der Zwischenzeit. Ich schau mal, ob ich für ein Jünger langsameres finde, weil ich will unbedingt gewinnen. So, und vor der Challenge noch etwas aufwärmen. Und was macht der Wind? Naja, es schaut nicht ganz so gut aus, wie es kurz mal die Böe daherkommen ist. Hallo. Hallo. Du weißt ja, dass meine Lieblingsfarbe pink ist. Ja. Deswegen fährst du mit dem pinken. Und weil das so eine Race-Maschine ist, darfst du diesen Helm nehmen. Okay. Und ich fahr mit dem. Bist du sicher? Ja. Ich gewinne trotzdem. Ich habe zwar die schlechtere Maschine, aber mein Körper ist willig. Ich gebe alles, alles für euch. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Setzt ein Like darunter und ein Comment. Alles für euch. Ich bin voll motiviert, dass ihr das Rennen jetzt gewinnt. Das ist keine Chance. Ich hab gewonnen. Und wäre das Rennen natürlich voll die geschobene Partie. Aber jetzt muss ich 3 Kinder auf ein Eis einladen und die gehen wir jetzt suchen. Dürfen wir deine Kinder auf ein Eis einladen? Die haben gerade ein Eis bekommen. Sind das wirklich deine Kinder? Ja. Wie viele hast du denn? 3. Dürfen wir deine 3 Kinder auf ein Eis einladen? Nee, das ist schlecht heute, weil wir eigentlich gleich abfahren. Hm. Hier ist gleich die Eisdiele. Okay. Okay, die armen Kinder dürfen kein Eis essen, alle. Fürchterlich. Wir haben hier 4 Kinder, die ein Eis kriegen von mir. Challenge geschafft. Alle Kinder sind glücklich und wir auch. Aber wir haben jetzt ein bisschen Hunger und werden noch was essen. Okay, nach diesem coolen und anstrengenden und langen Tag gibt es jetzt endlich was zum Essen und zwar werden wir jetzt grillen. Fleisch, Würstchen, Salat und wir freuen uns schon. Hauptsache viel. Heute war echt ein echter geiler Tag. Wir haben super viel Spaß gehabt und wir freuen uns aber auch schon, dass es morgen weitergeht nach Polen.
Und das Essen war extrem lecker. Wir sind jetzt super satt und freuen uns schon wieder aufs Schlafen. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es. Und hinterlasst uns unten in den Comments einen netten Gruß. Und falls ihr Fragen habt, einfach immer rein damit. Bis morgen. Ciao.